Ja, wir sind in Kapitel 8 und wir sind nach dem Rennen und ja. Mal gucken, wie es heute weitergeht. Ich glaube, wir sind jetzt Richtung Kapitel Nummer 9. So, wir sind schon in der Niederlande. Das ging ja schnell mit dem Laden. Ich wollte jetzt versagen und Ärger mit dem Teamstrategie haben. Ackermann bei seinem ersten Rennen. Die soll stark beeinträchtigt. Jetzt. Oder bei den ersten Rennen. Jetzt, wo die Fans auf dem Weg nach Sandford in Ackermanns der Heimat Niederlanden ist, hofft er, dass diese Heimkehr ein Allheilmittel für seine aktuellen Probleme. Er weiß es. Gucken. So, gucken wir mal, was rein ist. Was da drin, was es gibt. Aber erstmal ein Anruf von Zoe. Zoe? Papi! Hey, Lilly. Na, was hast du heute gemacht? Ich habe ein Bild gemalt. Ja? Was für ein Bild denn? Das ist geheim. Okay, vielleicht kannst du es mir ja mal zeigen. Vielleicht. Gewinnst du heute, Papi? Ich hoffe es. Hey, kann ich dich mal was fragen? Was denn? Wer ist dein Lieblingsrennfahrer? Na du. Du. Wollte nur auf Nummer sicher gehen. Kann ich mit Mami sprechen? Nein. Okay. Tschüss, Papi. Tschüss, Lilly. Ho. Na dann, schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Es geht auf jeden Fall jetzt erstmal weiter und wir gehen zum Rennen. Hier in Sandford. Am Renntag. Kapitel Nummer 9. Mit seiner Familie im Publikum und seiner vertrauten Schicke vor sich versucht Kaspar Ackermann seine Saison zu eines Besseren zu wenden. Naja, wie gesagt, Australien schon verkackt. Hier in Bahrain mit der Strategie. Naja, mal schauen. Was wir hier zu Hause reißen können. Hallo und willkommen in Sandford zu einer weiteren Portion Formel 1 Action. Hallo. Eine Runde auf dieser 4,2 Kilometer langen Strecke von Sandford führt durch 14 Kurven, 10 nach rechts und 4 nach links und vor Kurve 1, auch als Tarzan-Bocht bekannt, über eine 678 Meter lange Hauptgerade, die mit DRS-Unterstützung die beste Überholmöglichkeit auf dieser Strecke bieten sollte. Es ist soweit, Sandford. Auf eines kann man sich dabei hundertprozentig verlassen, und zwar auf die sensationelle Irrstimmung, für die die Fans hier in den Niederlanden immer wieder sorgen. Dieses Meer von orangenen T-Shirts gehört genauso zu diesem Grand Prix wie die neue Strecke selbst. Und es ist natürlich Heimvorteil für Max Verstappen. Nicht aus den Augen verlieren, denn auch für ihn ist es ein Heimspiel und er wird hoffen, dass er hier vor seinen eigenen Fans seine Form wiederfindet. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Im Rest der Startaufstellung haben wir Norris, Leclerc, Sergio Perez und Bottas. Sainz, Ackermann, Fernando Alonso und Daniel Ricciardo. Stroll, Jackson, Esteban Ocon und Vettel. Butler, Gasly, George Russell und Nikita Mazepin. Mick Schumacher und Nicolas Latifi. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? The crowd's all behind you today, Cass. Let's use that momentum and see what you can do out there. So, habe ich überhaupt schon ein Rennen-Setup für. Nein, habe ich nicht. Schade. Okay, dann ist es trotzdem. Kriegen wir schon irgendwie so hin. 18 Runden stehen hier in Sandford an. Ja, vielleicht die Kollision mit Bottas Perez, also die. So sind wir erstmal auf Perez, auf Leclerc. Versuche natürlich jetzt mich wieder ein bisschen reinzufighten in dieses Rennen. Okay.
Gasly ist natürlich jetzt ein bisschen harter gegen Perez geschafft, also keine Kollision verursacht, das ist das Wichtigste. So, also wie gesagt, 18 Runden stehen jetzt hier auf der Strecke an. Aber sie ist ja relativ kurz. Sage ich mal kurz eben. So, vorbei schon an. Vorbei schon an Norris und dann Fredoch und dann Leclerc. So, wenn wir jetzt an Hamilton vorbeigehen sollten, wir haben eine niederländische Doppelführung. Hier beim Heim-Gruppe. Das würde den Fans wahrscheinlich sehr gut gefallen. Mal gespannt, ob wir die 18 Runden wirklich durchfighten müssen oder durchfahren müssen. Oder so irgendwas passiert zwischendurch. Ja, ja, alles gut. Ich lasse ihn natürlich jetzt gerade machen, weil das wäre ein bisschen also gewesen. So, wir gehen jetzt auf 2 vor. Nice work, that brings you up a place. Und jetzt jagen wir einen Max Verstappen. Gehen wir mit dem Führer. Damit haben wir eine niederländische Doppelführung. Und wir führen an Rennern. Runde 4 sind wir. Ich versuche jetzt ein bisschen abzusetzen hier. Ich komme jetzt ein bisschen weg von Verstappen. Aktueller Abstand 2 Sekunden knapp. So, gestern mal eine schnelle Runde, jawohl. So, erster Sektor schon mal wieder violett. Große Frage, die nächste Frage. Schaffen wir es hier irgendwie? Dieses Rennen zu gewinnen oder passiert noch irgendwas? Teamkollege. Okay, here's who we're really fighting today: Verstappen and Hamilton. Start des Teamkollege. 18.0 seconds. They're on fresh mediums. They're in 14. The time last lap was a 1:21.6. Okay. Der Teamkollege fährt nur 14 momentan. Das haben wir jetzt gerade abgefragt.
So. Wir sind Kapitel 9, das weiß ich. Nächste Morgen kommt Kapitel 10 und am Sonntag Kapitel 11 schon. Und ich hoffe, dass wir bald mal wieder Zeit haben, auch mit unserer Zeugspielerkarriere weiterzumachen. Hat jetzt einfach die letzten Zeit nicht gepasst. Also. Aus vielerlei Gründen. Arbeit, privat, Urlaub. Und jetzt hoffentlich, dass wir es bald wieder finden. Und deswegen zocke ich mir dann noch erstmal diesen Story-Mode. Das erste Drittel des Rennsyndroms, eine längere Folge wird das heute. FIFA geht auch bald weiter, also wird wahrscheinlich schon laufen, wenn diese Folge rauskommt, immer so den Ball. Zu viel. Mal gucken, ob wir noch irgendwie nachher wen überrunden. Ist doch noch zu früh. Die kannst du so ab Runde 12 so 5-6 Runden draufschneiden. Status Teamkollege. Gap to teammate behind is 33.6 seconds. They're on fresh mediums. They're in 14. The time last lap was a 1:21.8. Das immer noch nicht wirklich geändert. So, Runde 9 sind wir, also gleich die Hälfte des Rennens sind rum. Wir führen dieses Rennen souverän an. Bisher zumindest. Zweiter Sektor wieder Bäume. Ich habe momentan 21 Sekunden, 20 Sekunden. Mal gespannt, wie gesagt, wie es jetzt gleich, wann der nächste, wann die erste Überrundung kommen. Ich vermute nicht mehr so lange.
So, Boxenstopp sind ein bisschen früh. Finde ich, nach der Hälfte des Rennens ist das ein bisschen arg früh. Ich habe ein bisschen auf, weil sie sich nicht zu sehr, aber die Dingsräuber. Jetzt kommen die ersten Stops der Kontrahenten. You're putting a good distance between yourself and the car behind. So, jetzt kommen die Nachzügler raus. Und dann haben wir einen Williams und einen Haas. Russell, der heute im letzte Woche der Sensor schon der Zweiter geworden ist in Belgien bei diesem, ja, fast nicht Grand Prix. Und der nächste ist Nikita Mazepin. Die haben wir schon mal überrundet. So. Aiden is coming in for a stop. Also Aiden ist jetzt in der Boxengasse und steckt jetzt per Gasly. Momentan auf Platz 18 liegen, der Franzose. Hat einen rabenschwarzen Tag für den unseren Teamkollegen. Jetzt sind wir dabei schon mal an Mick und Latifi. Wir haben jetzt noch 6 Runden und das Ziel ist es natürlich jetzt noch. Ja klar, wir müssen noch rein, das ist es halt. Nächstes Bartler. An dem ziehen wir mal locker vorbei und jetzt kommen Sainz und das könnte, könnte schon Jackson sein, also unser Teamkollege. Ich gehe jetzt gleich in die Box. Da wir leider auch noch in die Box müssen. Jetzt wäre das mit der Überrundung ohne Probleme möglich gewesen. Muss ja aufpassen, dass er nicht zu sehr darüber, immer noch nicht selber darüber, zu sehr darüber räubert. Also wir werden jetzt bald irgendwann bei Norris und Co. Also nächstes werden jetzt irgendwann mal Vettel wahrscheinlich.
Aber leider müssen wir noch in die Box. Und das werden wir jetzt erledigen. So, also, wir haben es auf jeden Fall schon mal geschafft. Haben jetzt ungefähr verwachsen, glaube ich, im Mazepin überrundet. Muss ich da jetzt gleich noch sortieren. Bei der nächsten dürfte jetzt Latifi Schumacher sein, oder? Nee, warst du? Okay, dann muss Latifi extrem zurückgefallen sein. Und jetzt geht's an die Überrundung, die wir ja schon mal hatten. So, wir haben noch ein paar Runden Zeit. So, mal gucken, was unsere Teamkollegen noch kriegen. Dann ist der nächste Mick. Mick und Gasly. So, wir haben noch ein paar Runden Zeit. 3 Runden insgesamt. Start das Teamkollege. They're on fresh songs. They're in 13. The time last lap was a 1 minute 20.1. Der ist jetzt erstmal nur. So, nächste schnellste Runde, klar, mit den Soft, durchaus machbar. Und der nächste ist dann Butler und dann kommt schon nochmal der Teamkollege. Und den hätte ich vielleicht sogar gerne überrundet, ne? Dass wir einfach kurz bei meinem Heimrennen quasi noch die Sprache für den Teamkollegen. Nachdem das letzte sowieso positiv für ihn lief, läuft es jetzt für uns ein bisschen besser. So, jetzt kommen natürlich dann mit Sainz, Jackson und dann müsste das eigentlich Ocon sein. Genauso ist es auch. Jackson greift sich, Ocon. Ja, hat ihn. So, jetzt haben wir, glaube ich, das überrundet, was schon vorher passiert. Ich habe vorher überrundet, weil jetzt müsste man irgendwann gleich auf Vettel und so auflaufen. Aber soweit wird es gar nicht, glaube gar nicht kommen. Doch, Vettel ist da vorne.
Das ist gar nicht Vettel, das ist toll. Das wäre letzte Runde. Danach kommt Vettel. Okay. Dann sind das Vettel, Ricciardo, Alonso, die drei. Den Alonso kriege ich noch. Weiter wird sich nach vorne gehen. Also mehr wird nicht werden mit Überrundung. Das ist jetzt so quasi das höchste Gefühl. Das ist der Platz, als der Achtplatzierte. Der nächste wäre dann Bottas, aber das wird nicht werden. Yes! Yes, you've done it! Well done! Yep, yep, yep! Was für eine Leistung von Kasper Ackermann! Mit dieser überzeugenden Vorstellung lässt er alle Zweifler verstummen. Und mit diesem Podiumsplatz wird er mehr als zufrieden sein. Wir wissen ja, was er kann. Er hat es nur lange nicht mehr gezeigt. Großartiges Rennen von Ackermann und dringend benötigte Punkte für Alfa Romeo. Sieht so aus, als wären sie gerade schon auf dem Weg zur Siegerehrung. Ein großartiges Resultat, das auch den Zuschauern sehr zu gefallen scheint. Eine großartige Sache, Alfa Romeo heute hier ganz oben zu sehen. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Sie haben einen Podiumsplatz ergattert. Und das hier vor ihrem Heimpublikum. Wie fühlt sich das an? Naja, meine Familie ist heute auch hier. Meine Frau und meine Tochter. Also bin ich sehr froh, dass ich ihnen ein gutes Rennen zeigen konnte. Es bedeutet mir viel, dass sie heute hier sind. Und wenn ich nicht gut gewesen wäre, hätte ich heute schlechte Laune gehabt und allen den Abend ruiniert. Also ja, es fühlt sich gut an. Definitiv. Sie hatten heute auch die schnellste Runde. Hatten Sie damit gerechnet? Wenn man realistisch ist, kann man nicht davon ausgehen, das allzu oft zu schaffen. Also nein, damit hatten wir nicht gerechnet. Es war eher eine willkommene Überraschung. Und jeder Punkt zählt. Also freuen wir uns vielleicht am Ende der Saison mehr darüber, als wir jetzt denken. Hm. Wie ist die Stimmung bei Alfa Romeo? Optimistisch? Ist das Team glücklich? Ja, natürlich. Es gab ein paar Startschwierigkeiten, aber wir haben vor, das wieder auszugleichen. Und zum Glück liegen noch viele Rennen vor uns. Also freuen wir uns auf den Rest der Saison. Aber eigentlich ist das Einzige, was man machen kann, sich auf das nächste Rennen zu konzentrieren. Also werde ich das tun. Klasse, das war dann alles. Dankeschön. Ja, dann haben wir das Rennen noch erfolgreich abgeschlossen mit dem Sieg in den Niederlanden. Sogar niederländischer Doppelsieg. Und ja. Hey, tolles Rennen heute. Danke. Nicht schlecht, Kasper. Da kann man nichts sagen. Schade, dass dein Teamkollege dir nicht gratuliert hat. Naja, er ist halt noch ein Kind. Ein Kind, an dem Ferrari dran ist. Angeblich. Dazu kommt's nicht. Nein? Kannst du dicht halten? Ja, sicher. Sie wollen mich. Wirklich? Na, gratuliere. Behalt's erstmal für dich, aber es sieht gut aus. Also musst du diesen Jackson wohl noch ein bisschen länger ertragen. Wir kommen schon miteinander aus.
Ich habe was anderes gehört. Aha. Ich habe mit eurem Mechaniker gequatscht. Der hat mir ein paar sehr interessante Sachen über Jackson gesagt. Weißt du, was sein Problem ist? Was denn? Er findet, du bist zu alt. Und nicht mehr schnell genug. Zu alt? Hey, Mann, das hat er gesagt, nicht ich. Magst du einen Rat? Beweis ihm das Gegenteil. Er sollte dich respektieren. So wie ich. Also, starkes Rennen heute. Ja? Ciao! Ich mag den Typen nicht. Der stiftet irgendwie gefühlt nur Unruhe. Ich glaube auch nicht, dass da viel dran ist, was da gerade gesagt wurde. Dass der versucht gerade irgendwie so ein bisschen das... bisschen richtig Unruhe reinzuhauen. Zoe. Hey. Hey, Lilly tanzt in der Garage. Das musst du sehen. Kommst du? Muss mich nur noch um ein paar Dinge kümmern. Okay. Ich habe uns für heute Abend einen Tisch reserviert. Was ist mit Lilly? Deine Mutter passt auf sie auf. Klasse. Ich freue mich schon drauf. Grund zum Feiern, nicht wahr? Ja. Danke, Zoe. Ciao. Und schon wieder ein Anruf von Aiden. Ja? Kaspar, hab dich vorhin verpasst. Was geht's? Ich wollte dir nur gratulieren. War ein starkes Rennen heute. Ich hab zu tun, Aiden. Oh, okay. Ciao. Autsch. So. Gut, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit FN 2021 und dann geht's weiter mit dem Story Breaking Point.